Herzlich willkommen im OE24TV-Special-Report. Uschi Gündner und ich bereiten Sie jetzt richtig vor in dieser halben Stunde bis zum Nationalrat, bis zur Sondersitzung. Und dazu haben wir jetzt auch schon jemanden zu uns zugeschaltet, und zwar keinen geringeren als Politblogger und Bestseller-Autor Gerald Groß. Herzlich willkommen. Einen schönen Vormittag. Einen wunderschönen Vormittag, ja. In einer halben Stunde geht's los, Sondersitzung im Nationalrat. Heute der neue Kanzler ist dort und wird dort auch entsprechend vorgestellt als Kanzler. Der neue Clubobmann der ÖVP ist wahrscheinlich heute noch nicht anwesend. Gleichzeitig war es ja eigentlich eine Sondersitzung, die einberufen wurde, um hier auch einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz zu stellen, der jetzt natürlich ins Leere gelaufen ist, weil sich das Ganze erübrigt hat. Was können wir trotzdem vom heutigen Nationalratstag erwarten? Ja, der heutige Nationalratstag wird auf jeden Fall ein parlamentarisches Barbecue werden. Das ist einmal auf jeden Fall klar, denn neben Kanzler Kurz, der große Abwesende, Altkanzler Kurz, um genau zu sein, der offenbar zu feig war, sich heute angeloben zu lassen, sondern sich eher den Donnerstag ausgesucht hat, wird die Opposition natürlich den neuen Kanzler Alexander Schallenberg grillen, über Holzkohle politischer und parlamentarischer, und natürlich auch Finanzminister Gernot Blümel ins Visier nehmen. Denn es ist ja kaum für einen Menschen in diesem Land erklärbar, dass zu Recht der Bundeskanzler zurückgetreten ist aufgrund von moralischen Verwerfungen, moralischen Sittenverfall aufgrund der Chats, aber der Finanzminister, gegen den der Staatsanwalt ebenso hinterher ist, dessen Wohnung im übrigen Haus durchsucht wurde, Sie erinnern sich, Baby, Laptop, Ehefrau, Kinderwagen, dass dieser Finanzminister weiterhin wie Uhu auf der Regierungsbank pickt. Das wird natürlich die Zielrichtung der Opposition werden. Und die heutigen Umfragen, die veröffentlicht wurden, sind, dass die österreichische Volkspartei auf knapp 25% in der Wählerkunst abgestürzt ist und auch im Übrigen die Grünen nur mehr bei 11% liegen. Also diese Koalitionsparteien nur mehr bei 36-37% liegen, keine Mehrheit mehr im Volk haben. Auch das wird heute sicherlich Thema werden. Die FPÖ hat bereits angekündigt, einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einbringen zu wollen. Wie wahrscheinlich ist das, dass das durchgeht? Das wird in keinster Weise durchgehen, denn die GrünInnen haben sich ja dazu entschlossen, wieder ins warme Koalitionsbett zurückzukehren. Sie haben quasi Basti ausgetauscht und bekommen nun Schalli, wie er nun zärtlich tituliert wird. Man wird sehen. Ich habe große Hoffnungen in den neuen Bundeskanzler gesetzt, weil er an sich eine sehr integre und elegante Persönlichkeit ist und diplomatisch über den Dingen stehen könnte. Seine gestrige Antrittspressekonferenz, wo er sich gleichzeitig als Kanzler zum Richter erhoben hat, um seinem Amtsvorgänger einen Persilschein auszustellen, obwohl er weiß, dass das Stecken so dreckig ist wie noch nie zuvor. Ja, das ist für einen Bundeskanzler vielleicht nicht unbedingt formvollendet und nicht der beste Einstieg. Wenn nämlich Alexander Schallenberg auch heute in seiner Regierungserklärung einmal mehr beweist, dass er die Marionette von Sebastian Kurz wäre, dann könnte es sein, dass ihm die Landeshauptleute die Schnur abkappen. Was sollten wir uns denn überhaupt erwarten von Alexander Schallenberg? Also jetzt als neuer Kanzler natürlich kann man immer sagen, jemand, der einen neuen Amt antritt, hat er seine Chance auch verdient, beziehungsweise dem muss man auch eine Chance geben. Welche Chance gibt man jetzt Alexander Schallenberg, und gleichzeitig, was muss er denn tun, um jetzt auch hier innerpolitisch an Profil zu gewinnen? Ich bin derselben Meinung. Ich glaube, auch Alexander Schallenberg hat eine Chance verdient. Er ist seit gestern österreichischer Bundeskanzler. Es gibt das alte Ritual 100 Tage Schonfrist. Die wird für ihn wahrscheinlich nicht gelten, da er zumindest als Bundesminister schon längere Zeit der österreichischen Bundesregierung angehört. Aber diese Vorschusslorbeeren hat er gestern schon wieder einigermaßen verwirkt. Denn auf die zweite Frage, was muss er tun, um Erfolg zu haben, heißt in erster Linie, er muss sich emanzipieren. Wenn er weiterhin der Knecht von Sebastian Kurz ist, dann wird er mit seinem Herrn und Meister untergehen. Wenn er also nur der Zauberlehrling des Sebastian Kurz ist, wenn er sich tatsächlich emanzipiert und nach innen, also ins Land, aber auch nach außen hin, in die europäische Welt, in die Außenpolitik ausstrahlt. Ich bin ein eigenständiger Kanzler. Ich verfolge neue politische Wege abseits des moralischen Sittenverfalls, abseits der Arschchats, wie man sie so zärtlich tituliert, abseits dieser moralischen, strafrechtlichen Verwerfungen. Dann könnte er durchaus Erfolg haben. Vielleicht längst nicht den Erfolg, den Sebastian Kurz hatte. Aber wie gesagt, Sebastian Kurz war ja ein Heiliger. Das Problem ist nur, dass bei Heiligen am Ende immer das Kreuz steht. Alexander Schallenberg hatte nicht viel Überlegungszeit oder Bedenkzeit. Reicht das aus, wenn man sich erst so kurz vorher überhaupt mit so einem Amt auseinandersetzt? Und wie lange dauert es Ihrer Meinung nach, bis man sich da auch ein bisschen eingearbeitet hat?
Ich würde sagen, die Kutte macht den Mönch. Das heißt, Alexander Schallenberg hat seit gestern die Kutte des Kanzlers an und ist somit der Kanzler. Er wird sich durchaus rasch eingewöhnen und das wünsche ich ihm auch, dass er sich eingewöhnt, dass er seinen Sessel liebevoll umarmt und möglichen Querschüssen seines Vorgängers Sebastian Kurz gekonnt ausweicht. Denn das, was durchaus passieren kann, ist, dass Sebastian Kurz im Parlamentsclub sitzt, zwar von den eigenen Landeshauptleuten abserviert, aber dort auf Rache sind und Alexander Schallenberg, aber auch den Grünen das Leben in der Regierung schwer macht. Daher wird möglicherweise kurz- bzw. mittelfristig nur ein Ausweg aus dieser Situation möglich sein und das werden Neuwahlen sein im Frühjahr 2022. Was schätzen Sie denn überhaupt? Wir wissen jetzt eben, dass gestern auch Sebastian Kurz mit 100%, also einstimmig, ohne Gegenstimme hier auch zum neuen Clubobmann der ÖVP gewählt worden ist. Er ist ja nach wie vor auch der Parteivorstand oder Vorsitzende. Was erwarten Sie denn überhaupt, wie er jetzt seine Rolle hier angehen wird? Was erwarten Sie, welche Rolle Sebastian Kurz in den nächsten Monaten in Österreich spielen wird oder vielleicht auch Jahren? Solche Rituale, einen Kandidaten, einen Obmann, einen ehemaligen Kanzler einzuzementieren, einzubetonieren mit 100%, sagt im Übrigen gar nichts aus. Es hat gestern die Zusammenrottung der Verwundeten stattgefunden. Der arme Kanzler, der heilige Basti, wurde ihnen abgeschossen. Also haben sie gleich einen Seligsprechungsprozess im Club eingeleitet und versuchen ihn nun auf das Schild zu heben. Ich darf daran erinnern, dass Sebastian Kurz vor 5 Wochen knapp 100% als Parteiobmann bekommen hat und 4 Wochen später ist er als Kanzler Geschichte. Also solche Abstimmungsergebnisse bedeuten in Wahrheit gar nichts, außer dass offenbar der ÖVP der Arsch auf Grundeis geht, wie man so schön sagt. Sprich, solche Unterwerfungsgesten derzeit notwendig sind, um Loyalität, um Solidarität nach außen hin irgendwie sichtbar zu machen. Wie Sebastian Kurz sein Amt anlegen wird, ist im Übrigen nicht mehr von Sebastian Kurz abhängig, sondern das ist abhängig, was die Landeshauptleute der ÖVP sagen, allen voran Hermann Schützenhöfer, Johanna Mikl-Leitner, Wilfried Haslauer, Stelzer Wallner. Und ist davon abhängig, was die österreichischen Staatsanwälte und die Richter in Zukunft mit Sebastian Kurz vorhaben. Er ist nur mehr Passagier. Er hat das Heft des Handelns aus der Hand gegeben. Dennoch die ÖVP, die demonstriert vor allem eins, nämlich Einigkeit. Ist man sich da wirklich genauso einig, wie man das auch nach außen hin demonstriert? Eben nicht, wenn man weiß, dass am Wochenende bereits am Freitag, also lange, 24 Stunden vor dem Rücktritt von Sebastian Kurz über die österreichischen, über die Kanäle der österreichischen Volkspartei, der Landeshauptleute quasi gesagt wurde, hinter vorgehaltener Hand, Kurz ist Geschichte, das geht sich nicht mehr aus. Das war der schlagende Satz, den ich 100-mal gehört habe, es geht sich nicht mehr aus. Dann wissen wir, dass in Wahrheit innerhalb der ÖVP eine Abwärtsbewegung stattfindet, das Türkise verschwindet, die alte Tante ÖVP kommt wieder zum Vorschein und damit auch diese Machtmechanismen der ÖVP. Das heißt, nach außen hin einschwören, Rüttli schwüren, Nibelungentreue symbolisieren und im Hintergrund einem die Gurgel durchschneiden. Nach dem Motto, ich schneide die Gurgel durch, wird schon aufhören zum Flirten. Ja, das ist christlich-sozial. Ein wenig Heucheln war immer dabei. Eine Frage noch, und zwar letzte Frage, was bedeutet das denn jetzt für die ÖVP? Jetzt nehmen wir mal an, dass Sebastian Kurz jetzt nicht mehr ganz an der Spitze stehen wird. Es gab ja eigentlich keinen Plan B zu Sebastian Kurz. Das heißt natürlich auch, dass vor allen Dingen auch dieser Aufstieg der ÖVP sehr eng an die Person des Sebastian Kurz auch gebunden war in den letzten Jahren. Und es gleichzeitig, ja, was bedeutet das für die Zukunft? Und wer? Ja, die ÖVP sucht den Superstar, den Superbasti. Das heißt, die nächsten 1,5 bis 2 Monate werden die Landeshauptleute ausströmen und mit den Bündeobleuten und Alternativen nach Sebastian Kurz suchen als Parteichef im Übrigen. Und der Kanzler ist jetzt gesetzt durch die Landeshauptleute mit Schallenberg. Jetzt geht es darum, den Parteichef neu zu installieren. Derzeit gibt es keine Alternativen. Das ist tatsächlich so. Die ÖVP ist ja eher wie ein Champignonzüchter. Jedes Mal, wenn ein weißer Kopf aus dem Mist heraussteht, schneidet man ihn sofort ab. Das heißt, es ist jetzt schwierig, einen Nachfolger zu finden. Aber die nächsten 1,5 Monate wird ihnen schon irgendetwas einfallen. Man braucht ja nur irgendeinen Wasserhydranten schwarz anmalen und der wird auch gewählt bei der ÖVP. Die sind ja nicht besonders, ja, wie würde man sagen, anspruchsvoll.